Servus Freunde und liebe GTA-Zocker, herzlich willkommen zurück in einer, ja, gleich drauf folgenden Mission nach diesem Raubüberfall, dem Büroüberfall. Ja, wir müssen mit denen reden, das ist dieses Court Center. Was das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Regierungseinrichtung. Wenn nicht sogar direkt das FIB Courts. Und hier treffen wir wahrscheinlich den Dave und werden mit ihm reden. Eigentlich sind wir ja jetzt raus aus den Vereinbarungen, sage ich mal, also unabhängig, aber anscheinend doch noch nicht ganz. Das heißt, wir müssen zu Dave, wir müssen reden und danach heißt es hoffentlich, leckt uns am Arsch FIB und wir dürfen endlich wieder frei agieren und müssen denen nicht mehr irgendwelche Aufträge erfüllen. Ist ja schon fast wie Erpressung. Man sieht, es ist ein riesiges, riesiges, riesiges Grundstück. Hier dürfen wir erstmal 5 Kilometer wandern gehen, bis wir hier hinkommen, aber ich glaube, hier geht's rein. Jawohl. Ist ja eigentlich auch richtig schön gelegen, muss man sagen. Dann auch noch auf maximaler Grafik. Mensch, ist das geil. So, aber wo ist Dave? Der ist da oben. Das war ja wieder klar. Und so wie ich das sehe, kommen wir hier nicht hoch. Naja, irgendwie wird's schon gehen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wo kommen wir denn jetzt hier hoch? Das ist wieder so eine super Sache, dass wir da oben falsch gelaufen sind. Ah, hier geht's hoch. Super. Wenigstens etwas. Na, hier kann man auch nicht hochklettern. Wo versteckt er sich denn, der Dave? Ich muss sagen, der tarnt sich ganz gut. Nicht dein Ernst. Dass hier schon wieder so eine Sperre ist. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Jetzt. Du bist ein Vollhonk, Michael. Weißt du das? Och nee, Freunde. GTA-Störung, sage ich nur. Mehr braucht's dafür nicht. Wie kommen wir jetzt zu dem hoch? Wir müssen ja fast innen rumlaufen. Der Weg hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen. Hier hoch die Treppen und dann müssten wir hinkommen, ungefähr. Hoffe ich zumindest. Naja, sieht ganz gut aus bisher. Ist ja echt fast wie das Labyrinth hier unten, echt. Man weiß nicht, wo man hinläuft, wenn man vor allem noch nie da war. Apropos Labyrinth, hier soll übrigens, glaube ich, auch ein Epsilon Dingsbumste sein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon einsammeln können. Ich habe das ja oft probiert und bisher waren die Sammelobjekte noch nicht da. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch eine Mission machen müssen. Ach, ist es nicht dein Ernst, oder dass wir jetzt... Hier ist ein Heli, Mensch. Ich will kein Heli. Ich will zu Dave. Ich hoffe, hier geht's runter. Ja, wenigstens geht's hier runter. Ich dachte mir schon, wir müssen jetzt springen und dann sterben wir und dann geht alles wieder... Boah, Gott sei Dank, nicht so viel Leben verloren. Oh, da ist er ja endlich, dieser Dave. See? David, that's why we're such great friends, huh? We're old school, we like old-fashioned things. Newspapers, celluloid. Good guys, bad guys. We're friends? Well, I don't know, you tell me. We did what you said, right? Got those people off your back. Was, wie ist die Mission? Große reine Macher. Aha. And cut me loose, right? Things are not gonna work out quite that way. There's a bit of a problem. That's right, Davey boy, you could say that. Steve, I told you I would handle this. Oh, because you've handled everything so fucking well so far, haven't you? All right, I admit things have been a little unorthodox, but... Fucking orthodox! You've ruined my career. Agent Sanchez, arrest these men, both of them. Steve, oh, whoa, please. You fucking kidding me? Arrest me for what? For multiple counts of every fucking crime under the fucking sun. Oh, well, then let me rephrase. Why? Why? Because you don't want me to testify in court about our various business dealings, right? Agent Sanchez, apprehend the suspect! Agent Sanchez, you'll do no such thing. Now, Steve, we agreed to speak to Michael, to try and explain things to him. Not this. This causes problems for us all. Okay, okay. Then put your gun down and we'll talk. After you, buddy. Come on, where's the trust? You can do better than that. They know or think they know that I'm the one that was behind the incident. Uh-huh. And now you want me to clean up your mess again.
right? Before I end up at the bottom of the ocean. Fucking good luck with that. Put the weapons down, boys. Fun time is over. We've got you. Anti-American activity. Put your weapons super. Down. Super. Juhu. Who the fuck are you with? With me. You fucking rat. I knew you didn't have the balls for this. For the record, I'm a patriot. I love my country. Put the weapons down. Fuck you. We all know you agency boys are ball deep in a plot to drive up your funding by any means necessary. Boys, the guns down. Oh, scheiße. What are they doing here, Steve? Put your gun down. Oh, same goddamn way. God! Fuck! Oh, scheiße. Die können ja auch noch flüchten. Ich verstehe hier gar nichts mehr, ganz ehrlich. Ich verstehe gar nichts mehr. Wer hier gegen wen kämpft und was und warum und wie, keine Ahnung. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Ich will lediglich hier rauskommen. Lebend, natürlich. Und jetzt nimm die verkackte Waffe und drück's ihnen rein. So. Zumindest safe scheint uns irgendwie zu helfen. Das ist wenigstens eine tolle Hilfe. Und da hat mich gerissen. Da drüben ist Dave, da kommt einer hoch und den haben wir erwischt. Da kommt der zweite hoch und wir. Mary wieder. Solche Ohrenochsen. Och nein! Oh, scheiße. Wahnsinn. Trevor in Action. Und hilft uns. Hey, anyone's gonna kill you, old friend? It's gonna be me. Oh, you here to finish the job, T? No. I'm just here for the opportunity. Now run. Sieht gut aus, Trevor, muss ich sagen, ne? Finde ich auch. Hab ich mir so ausgesucht. Das Optische. Finde ich, sieht einfach ein bisschen geklickt aus. Der kann auch reingehen und der ebenfalls... Der auch? So, wir müssen zu Michael rüber. Ah, das ist wieder dieses typische Wechseln hier der Perspektiven. Finde ich persönlich ganz geil, weil man hier einfach aus allen Blickwinkeln hier was machen kann. Ich muss sagen, das sind ja auch nicht wenig Gegner hier. Das ist ja im Prinzip das ganze Gelände voller Gegner. Naja, man sieht's auch. Wir haben nicht mehr so viel Leben. Der wäre tot. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich... Ich wollte gerade sagen, anderen Gelegenheiten widmen, aber ich glaube nicht, dass das... ...hier einfach wird, hier rauszukommen. Man sieht auch schon, es wird schon langsam echt brenzlig. Die Story bekommt doch immer mehr Spannung rein. Es scheint zwar aktuell so, dass nicht jeder jeden im Trio umbringen will. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Das sollte man vielleicht auch mal wissen und erfahren. Wo ist denn Trevor? Gehen wir mal zu Trevor rüber. Ich glaube, von hier können wir einige erschießen. Ja, können wir. Und der dritte im Bunde. Oh, da kommt wieder was Böses. Ja, voll erwischt. Genial. Und jetzt müssen wir fliehen. Um unser Leben laufen. Das wird jetzt nicht so einfach. Das meine ich, da ist eh alles krupp. Meriwether, die Nichtregierungsorganisation, Privatarmee, das FIB, stecken ja alle unter einer Decke. Wo kommt eine letzte her? Da kommt er. Jawohl, der wäre auch erledigt. Ich würde sagen, wir nehmen diesen schwarzen Truck hier und flüchten ganz schnell. Schleunigst. Be careful, Davey! Shit, chopper!
kill den raus. Jawohl, der ist tot. Was hängt den gegnerischen Hubschrauber ab? Ich habe ihn doch gerade erledigt. Dann müssten wir das doch eigentlich jetzt geschafft haben, oder nicht? Ich sehe kein Heli mehr. Aber wir haben es geschafft. Naja, nicht ganz. Super. Wo kommen wir jetzt da am besten wieder nach links rüber? Das ist jetzt die Frage. Wenn wir... Och, nicht ins... Nein, nein, bitte nicht. Halt, stopp. Oh, hat geklappt. Ein Glück. Ach, da kommen wir raus. Gott sei Dank. Sag mal, die Karre... Kann man echt nicht gescheit steuern, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, man sieht's ja. Egal, wo man hin will, man kracht überall dagegen. Gut, das liegt nicht nur an dem Auto, sondern auch an meinen Fahrkünsten. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir da vorne hin müssen. Ich weiß nicht, da werden wir wahrscheinlich wieder reden mit Dave. Ich will aber auch wieder ein bisschen dahinter kommen, wie jetzt es eigentlich war und was jetzt das Problem ist, warum wir nicht einfach getrennte Wege gehen können. Die Akte von Michael wird gelöscht und ja, kann quasi wieder ganz normal ordentliches Leben führen. Das Ganze sieht aber nicht so danach aus. Well, that was fun. What are you doing smoking, huh? No, that's bad for you, don't you know, huh? Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me, huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face of a corrupt government agency looking to further his career by dealing with an equally corrupt and full to the fucking brim with bullshit low-rent hood. Listen, Trevor, That you stabbed me in the back. Or that you were and always will be a worthless wreck. Sieht ein bisschen aus wie Jason Statham, muss ich sagen, in einem seiner Filme wie Transporter. Steht ihm aber. Oh, you know why. One last score. And if it goes good, guess what? I don't have to put a little bullet in your head. But if it goes bad, well, that's okay too. Because then you and I get to go to hell. And I get to spend the rest of eternity with you. Tormenting you. Well, I guess it's on then. Yeah, I guess it is. Call Lester, let's go. On speakerphone. Hey, it's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? Wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, I'll contact you. Life Invader. Aha. Ist wieder am Chatten hier, der Lester. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. There, you happy? Fucking thrilled. Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Yeah. Na wunderbar. Das hätten wir erledigt. Die Mission ist endlich zu Ende, muss ich sagen. War jetzt nicht so lang, aber... Hat gereicht, groß reine machen. Okay. Komischer Name, ganz ehrlich, aber... Okay. Wir müssen wieder mal zu Dr. Friedlander. Wie schön. Wir haben eine Mission bei Franklin. So muss das laufen. Einmal wieder ein paar Missionen. Gerade keine für Michael, zwei für Franklin. Ja, okay, doch. Zwei für Michael, zwei für Franklin, eine für Trevor. Und ja, das war's von mir, Freunde. Ich bin raus. Macht's gut. Servus.